Hallo, na, geht's auch ins Wochenende? Sind Sie auch eingeladen worden auf einen kleinen Trip ins Ausland von einem Ihrer Lieferanten vielleicht? Sie wissen schon, die Reisen mit den Bändchen. Ich bin gut präpariert. Die ersten Bändchen sind mir bereits per Post zugeschickt worden und ich freue mich riesig auf das Wochenende und ich frage mich natürlich, wo ich überall hin darf mit meinen bunten Bändchen. Scherz, ich fliege gar nicht ins Ausland. Ich bin hier in Köln. Sie werden die Geschichte mitgekriegt haben. Finanzszene war die erste, die darüber berichtet hat. Handelsblatt, Süddeutsche haben alle auch darüber berichtet. Da sind so ein paar Sparda-Bank-Vorstände von der Union Investment eingeladen worden nach Dubrovnik und haben da ein bisschen gefeiert. Ohne Bändchen. Die Ehefrauen durften sogar mit in diesem Fall, damit da nichts anbrennt. Aber es war 2016 und nicht 1995 oder im Jahr 2000. Es war 2016, gar nicht so lange her. Und ich denke, da ist das Thema Compliance in unserer Branche schon groß geschrieben worden. Wir machen seit weit über 10 Jahren alleine einen Kongress zu dem Thema. Das ist auch gar nicht so schlimm. Da schlagen schon wieder zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sage ich immer, na ja, wenn ich einen guten Kunden habe, dann darf ich diesen guten Kunden auch mal einladen. Dann darf das doch aus meiner Sicht auch mal über 35 Euro sein. In Dubrovnik war es dramatisch über 35 Euro. Und ob das so okay ist, wage ich zu bezweifeln. Denn das, was wir jetzt wieder erleben, ist halt ein Reputationsrisiko für unsere Branche. Und das ist sehr schade, denn es geht um das Geld ihrer Kunden. Und die wichtigste Regel für Führungskräfte, die wichtigsten drei Regeln für Führungskräfte sind aus meiner Sicht nach wie vor Vorleben, Vorleben, Vorleben. Und ich weiß, in der Sparda-Bank-Organisation gibt es ein Limit von 35 Euro, für das man sich einladen darf. Und wenn Sie jetzt am Wochenende noch nichts vorhaben, habe ich Ihnen was mitgebracht. Der Bankverlag wird sich freuen. Ein Buch, was schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber anscheinend immer noch lesenswert ist, Der ehrbare Kaufmann. Jetzt haben Sie Lektüre fürs Wochenende. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und dann sehen und hören wir uns wieder in der nächsten Woche hier im Fahrstuhl. Tschüss.